Hallo, wir sind Leonie, Garrett und unser haariger Freund Sawyer. Aktuell reisen wir zusammen mit Max und Anna von Lange Reisen durch Griechenland. Unser Zuhause ist unser selbst ausgebauter Mercedes 609D namens Ruby. Diese Woche haben wir eine Menge erlebt. Auf der Flucht vor einem Unwetter geraten wir plötzlich in eine Schneelandschaft, lassen die Seelen im heißen Wasser der Thermopylen baumeln und testen erneut unsere Offroad-Tauglichkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind immer noch am letzten Stellplatz hier zusammen mit Max und Anna von Lange Reisen. Reisen noch ein wenig durch Griechenland herum, aber bevor es jetzt hier weitergeht, gibt es einiges zu tun, denn ein Unwetter zieht auf und ja, wir haben noch eine gute Strecke hier hochzufahren. Wir haben tatsächlich ein kleines Problem an unseren Reifen jetzt entdeckt. Und zwar haben wir ja Zwillingsbereifung und das größte Problem bei Zwillingsbereifung ist das Thema Fremdkörper. Und hier seht ihr es schon, hier ist nämlich ein richtig dicker Stein zwischen unseren Reifen drin und der muss natürlich raus. So ein Stein kann nämlich zum ordentlichen Geschoss werden, einmal für unsere Bodenplatte, aber auch für jeden, der hinter uns fährt. Ja, der muss also auf jeden Fall raus und dadurch, dass jetzt ein Unwetter aufzieht und das für 2 Tage halten soll, wir aber morgen schon fahren wollen, voraussichtlich, muss der jetzt raus, weil hier im Regen, bei Wind das zu machen, keine gute Idee. Deshalb machen wir das jetzt mal. Ich habe mir dazu ein paar Methoden schon mal angesehen. Ein guter Freund von uns mit seinem LKW macht es immer so, dass er da ein Seil drum macht, ein bisschen fährt und dann schiebt er sich im Grunde selber raus. Das können wir bei uns aber leider nicht machen. Die beste Methode wäre einfach den Wagen hochbocken, den Reifen abmontieren und das war's. Ist auch am schonendsten für den Reifen selbst. Aber um ehrlich zu sein, nach den letzten Aktionen, ja, irgendwie haben wir da jetzt noch nicht so die Motivation, jetzt den ganzen Wagen anzuheben und den Reifen abzumontieren. Wir werden jetzt mal gucken, wie das läuft. Wir probieren jetzt erstmal den Stein so rauszukriegen. Der sitzt nämlich nicht ganz fest. Man kann den bewegen und je nachdem, wie dolle das geht, schaffen wir es oder wir müssen dann doch den Reifen abmachen. Damit wir ein bisschen mehr Spiel haben, lasse ich erstmal ein wenig Druck ab vom Reifen. Der ist jetzt auf 4 Bar. Ich hoffe mal, dass er dadurch ein bisschen flexibler wird. Lässt sich auf jeden Fall bewegen jetzt. Da sieht man auch, dass der Spiel hat. Also ich hoffe mal, dass es nicht ganz so schlimm ist. Wir gucken mal. Da ist er. So, einfach nur den Hebel hier benutzt. Müssen wir gar nicht einen Hammer benutzen. Tada, das lief doch besser als gedacht. Er war nicht so super fest und das ging eigentlich doch ganz leicht raus, indem ich den so rausgehebelt habe. Ich gucke jetzt nochmal mit der Taschenlampe, wie der Mantel aussieht vom Reifen. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt viel mitgenommen hat. Also viel schlimmer als mal kurz irgendwie mal, wenn man seitlich auf dem Bordstein fährt, wird es jetzt auch nicht gewesen sein. Glück gehabt! Okay, also ich denke mal, das Unwetter ist langsam in Anmarsch. Die Wolken sind schon alle dunkel und das Meer, das ist ziemlich aufbrauschend. Also ich glaube mal, Poseidon ist ein bisschen wütend heute. Im Gegensatz zu den letzten Tagen ist das Wetter auf jeden Fall nicht mehr so gemütlich. Die letzten Tage hatten wir nur Sonnenschein und es war einfach ein Traumwetter. Anna und ich waren auch baden und jetzt sieht das Meer nicht so gemütlich aus. Mal lieber die Tür zu. Sturmwellen werden immer größer. Das wird ja ein Heidenspaß heute Nacht. Mittlerweile tobt da draußen immer mehr der Sturm. Leonie hat euch den ja heute schon gezeigt, als es noch hell war. Mittlerweile haben wir auch schon 20 vor 8. Da draußen peitschen die Wellen. Max meinte auch schon, die ganzen Autos sind voller Salz. Also heute schaffen wir es nicht mehr wegzufahren, weil wir noch alle das Video hochladen. Für morgen dann. Morgen ist Sonntag. Morgen werden wir dann aber den Platz auf jeden Fall verlassen und schauen, dass wir was Schöneres finden mit einem besseren Wetter. Ja, wie gesagt, heute bleiben wir noch da. Nächste Woche werden dann die Autos geputzt. Und während Leonie noch am Video sitzt, werde ich hier unser Abendessen zubereiten. Heute gibt es
jetzt wieder ganz passend. Pasta à la Kreta. Ein bisschen Spaghetti mit Gemüse, Knoblauch, gut gewürzt, mit Oliven drin und Feta. Schmeckt sehr, sehr gut. Haben wir lieben gelernt hier auf dieser Reise. Und dann, glaube ich, passiert heute auch nicht mehr allzu viel. Ja, das Wasser ist einfach bis hier. Oh. Vorne. Ah, das ist der halbe Strand. Der halbe Strand ist unter Wasser. Guck mal diese Wellen an. Oh mein Gott. Oh gut, die haben da eine Mauer hingebaut. Ich weiß auch nicht, ob das Regen ist, um ehrlich zu sein, oder ob das nicht sogar die Wellen... Salzwasser ist. Hat Max nicht auch gefragt, der Regen schmeckt salzig. Da kommt jetzt eine große Welle. Siehst du die? Oh. Guck mal hier. Oh. Der halbe Strand ist unter Wasser. Jetzt muss surfen gehen. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to burn all bridges. Diese Wellen! Crazy, oder? Das ist so heftig! Ja, das ist Wahnsinn. Und da sagt mal einer, am Mittelmeer gibt's keine Wellen. Blödsinn, kommt immer auf den Wind an. Boah, das ist so heftig. Und einfach vor 2 Tagen habe ich hier noch gebadet einfach und es war... Ja, und ich war 3 Stunden tauchen. Heftig, ne? Wahnsinn. Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ruby. Draußen geht die Welt halb unter, habt ihr schon gesehen. Die Wellen sind immer größer geworden und der Strand ist eigentlich nicht mehr begehbar. Entsprechend ist schon alles hier in Aufbruchstimmung. Wir haben uns entschieden, gleich weiterzufahren. Leonie ist da hinten schon am Duschen. Anna kommt gleich auch nochmal vorbei, duscht nochmal eine Runde. Und dann werden wir uns langsam auf die Socken machen. Wir wollen wieder Richtung Süden ein bisschen fahren, uns ein bisschen vor dem Unwetter in Schutz begeben. Na, geht das gut da drin? Ja, also hier drin ist super, nur halt das Dachfenster, das macht mir ein bisschen Sorgen bei dem Wind. Ja, solange es wackelt, ist okay, hinwegfliegen wäre doof. Ja, das Gute ist, wir stehen so mit dem Wind, dass es, wenn dann eher zufällt. Ja, genau. Und nicht weiter auf. Wasser schön warm? Ja. Sehr gut. Angenehm. Gut, mittlerweile wüten auch schon weiter die Salzwinde hier. Der ganze Wagen oder beziehungsweise beide Autos sind voll mit Salz. Müssen also auf jeden Fall hier weg und erstmal die Autos putzen gehen. Also jetzt geht's los. Dann wagen wir uns mal den Rückweg an. Die Straße ist ja doch ein bisschen herausfordernd gewesen auf dem Hinweg. Besonders 2 Stellen, es gab 2 Kurven, die waren sehr eng. Da machen wir uns gar nicht so viel Gedanken um die Traktion oder so, sondern eher um die Länge von Ruby. Aber wenn wir runtergekommen sind, dann müssen wir auch wieder hochkommen, ne? Jo. Ein bisschen der Heckträger jetzt. Ja,
aber ist noch dran, okay. Ich hab's ja sowieso so repariert, dass es besser ist als vorher, ne? Okay, ja. Ja, ist gut so. Okay, ist noch da. Oder ihr baut euch irgendwas, dass ihr das Ding hier nach oben setzt? Ja, genau. Weil am Ende ist es wirklich nur dieses kleine bisschen, was da fehlt. Ja. Ja, alles gut. Also im Dunkeln sah das viel schlimmer aus. Ey, oder? Das war ja gar nichts. Das war ja gar keine Probleme. Also einfach nur krass. Einfach hochfahren. Ja, war echt schlecht. Sehr schön. Cool. Aber der hat geschliffen, oder? Ja, aber... Ist immer noch dran. Ist noch dran. War die Seite, die du repariert hast. Ja, genau. Die Seite Max jetzt, auch. Die hält einfach. Na gut, weiter geht's. Gar nicht mehr sehen, weil hier gerade alles einfach nur dicht weiß ist. Man kann keine 20 Meter weit gucken. Heftig. Boah, diese ganze Region hier erinnert uns gerade so hart an Norwegen. Also diese kahlen Felsen, diese steilen Abhänge an der Straße und dieser Nebel, also diese Wolken, das ist einfach, sieht gerade aus, als ob wir hier irgendwo mystisch zum Geiranger Fjord oder so fahren. Zum Preigestolen fahren wir gerade. Ja. Krass, und jetzt ist hier einfach auch schon Schnee auf der Straße. Ja, vermutlich auch schnell. Eis. Nee, fahren wir ganz langsam. Ey, dann wollen wir einfach nur rein in die Stadt fahren und dann fahren wir hier auf einmal so eine Abenteuerstrecke. Es hagelt auch ein bisschen, ne? Schneeregen. Schneeregen, ja. Aber eher so Eisregen, so ein bisschen Eiskörner. Die Straße ist einfach ein bisschen vereist und wir fahren hier mitten durchs Gebirge und links ist ein riesen Abgrund. Boah, wir haben ja nicht mal ABS, also es ist echt ein bisschen, ist schon gruselig mit Ruby. Also sind nicht so die Strecken, die wir gerne fahren mit diesem Fahrzeug. Noch langsamer. Alles vereist. Aber zum Glück Winterreifen. Immerhin eine Sache. Bevor es jetzt weitergeht, haben wir gerade noch mal kurz eine kleine Waschanlage entdeckt. Nur drei Plätze und es hat gerade so gepasst mit Ruby hier drin. Deshalb werden wir jetzt einmal Ruby vom Salz befreien und dann geht die Fahrt weiter. Shoulder when you go that way, this world might take you to a bad, bad place. Sauber, sie glänzt und vor allem ist sie jetzt von Salz befreit. Das tut ihr, glaube ich, sehr, sehr gut. Und jetzt geht es auch schon weiter für uns. Pro uno. Erste Mausstation und wir haben jetzt 10,50 Euro bezahlt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Max und Anna gleich bezahlen werden. Wir sind nämlich denen ein bisschen vorausgefahren. Ja, die bezahlen bestimmt weniger. Ja. Da ist er. Si, si, claro. Da sind eingeschüchtert, Leonie. Genau. Everisto, bye. Ich wollte nicht mein Freund sein. Okay, wir haben eine kurze Pause hier an der Raststätte gemacht. Ja, da haben mal wieder wahrscheinlich die... Entweder die griechischen LKW-Fahrer oder die Aliens versucht mit uns in Kontakt zu treten. Naja. Das ist ganz klar nicht Max. Das ist nicht Max. Thank you.
wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern Abend noch bei den Quellen der Thermopylen angekommen. Wir sind gestern, glaube ich, bestimmt noch 2 Stunden gefahren insgesamt, um hier anzukommen, weil das Wetter war einfach so eklig und es war kalt und nass und wir dachten uns, ach, wo verbringt man so ein schlechtes Wetter am besten, wenn nicht bei den Quellen? Ja, ich glaube, jetzt werden wir hier auf jeden Fall noch einen Tag bleiben, mal gucken und es einfach genießen. Also die letzte heiße Badewanne hatte ich ja zu Hause, also das ist einfach ein Träumchen. Hier sieht die ganz schön dreckig aus. So, ich bin schon mal raus aus den heißen Quellen. Mir war das irgendwann, um ehrlich zu sein, viel zu warm und ich habe auf jeden Fall Wasser vergessen. Deswegen musste ich raus, ich habe mich richtig Durst bekommen. Garrett hat aber in der Zeit, wo er gerade die Drohne geflogen ist, sich richtig den Popo abgefroren. Deswegen ist er jetzt reingesprungen. Ich glaube zu Max und Anna. Ich glaube, Anna ist jetzt auch dazu gekommen. Und ich werde jetzt einfach mal die Zeit nutzen und hier ein bisschen Frühstück machen. Schön. Oh, das war richtig traumhaft. Richtig schön. Ich dachte ja heute Morgen, heute morgens in die heiße Quelle. Ich bin eher so der Typ für kaltes Wasser morgens. Da bist du danach so müde. Aber das hat so eine beruhigende Wirkung auf den Körper, die Gelenke, die Muskeln. Man ist danach so entspannt, dass man irgendwie sofort den ganzen Tag entspannt ist. Also das ist wundervoll. Richtig schön. War eine gute Sache. Ja, ne? Ja. Frühstück ist auch gleich fertig. Oh, sehr schön. Ist fertig und heute gibt es richtig schön Frühstück im Bett. Und dabei gucken wir jetzt das Video von Max und Anna. So, das Frühstück ist beendet. Das Video war sehr cool von Max und Anna. Hat uns sehr gut gefallen. Wir freuen uns schon auf das nächste und haben überlegt, das nächste auch zusammen zu gucken. Jetzt gehen wir noch ein bisschen laufen. Das tut dem Kleinen auch gut. Also er geht hoch auf 34,8. Gucken, wie hoch er geht. 37,1, 37,2. Guck an. Ja, ist schon toll, oder? Ja, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wir sind ja zum allerersten Mal an so einer heißen Quelle. Max und Anna haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Aber es ist schon wirklich toll. Einfach dieses Wunder der Natur durch die geothermale Energie. Dieses Wasser einfach konstant auf um die 38, 40 Grad erhitzt wird. Und das seit, weiß ich nicht, tausende von Jahren wahrscheinlich schon. Wirklich beeindruckend. Deshalb heißt der Ort übrigens auch Thermopylen. Thermo heißt heiß und Pylen sind die Tore, die heißen Tore. Vielleicht kennt der ein oder andere auch die Thermopylen eher aus der alten antiken Schlacht, nämlich die Legende von Leonidas und seinen tapferen 300, die Spartaner, die gegen die persische Invasion gekämpft haben, gegen den König Xerxes. Laut alten Sagen fand das nämlich genau hier statt. Oh, schon schön hier zu sein. Beeindruckend. Der kleine Spaziergang ist jetzt zu Ende und tatsächlich haben wir uns spontan dazu entschieden, unseren Platz hier zu verlassen, denn
Die heiße Quelle verläuft ja flussförmig hier Richtung Denn die heiße Quelle verläuft ja flussförmig Richtung Wasser, also Richtung Meer. Und das bedeutet, dass dort unten noch ein paar weitere Stellen sind. Und die sind deutlich schöner als hier oben. Das heißt, wir setzen einmal kurz so 200, 300 Meter weiter nach unten. Und dort haben wir dann einen neuen Stellplatz für die Nacht. Nicht weit, aber dafür umso schöner. Wer bist du? Du siehst aus wie ein Chico. Na, Chico? Das ist, ja. Schön, hallo. Ich finde dich auch. Ja, das ist ganz nett von dir. Ja, hallo. Schön, dich kennenzulernen. So, das ist jetzt unser neuer Platz für mindestens eine Nacht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön mit privatem Pool, genau hier vorne. Richtig cool. Echt toll. Woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July in a cloudy southern sky. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Reminding me. Zur Feier des Tages werden wir heute grillen. Wir versuchen gerade irgendwie unseren kleinen Mini-Grill zum Laufen zu bekommen. Okay. Nein. Wir haben Kohle damit genommen, aber ja, es ist ein ganz günstiger Grill, den haben wir irgendwo im Internet einfach nur geschossen. Und habt ihr jetzt schon Holz gefunden? Ja, so ein paar Äste. Ein paar Äste, oh Gott. Naja, also wir werden schön grillen und ich denke mal heute Abend dann richtig schön in der heißen Quelle sitzen und essen. Also ist mir draußen richtig eisig kalt. Ich mache jetzt hier drin Nudelsalat mit Anna und ich glaube, die Jungs werden draußen jetzt ein paar Fische grillen. Die Fische haben Max und Anna von, haben Max und Garrett vor ein paar Tagen geschossen und ja, wir machen heute ein richtig kleines Festmahl. Das ist unser Fisch. Hier. Nein, 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 nein. Den haben wir gefangen. Nein. Fisch im Mund? Achtung, Elli, nein. Nein, nein. Das ist mein Fisch. Nein, 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 nein. Du musst jetzt mal verstehen, dass das nicht dein Fisch ist. Nein, da kannst du noch so niedlich gucken. Nein, das ist unser Fisch. Wir haben auch nicht genug für uns. Warum nicht? Was seid ihr denn fürs Bierfische? Ja, echt, wir sind einfach so schlecht. Was ist los mit euch? Jetzt gib mir mal ein Stück Fisch. Macht es ziemlich noch nicht so, Max. Komm. Die ist doch kalt, das merke ich doch. Du zitterst richtig. Geh mal irgendwo in die heiße Quelle rein. Will the rain ever stop reminding me? I'm still drenched from the first time it rained on me. Bist du doch mal? Du bist ja süß. Freust du dich oder machst du dir einfach nur den Boden sauber? Du bist ja niedlich. Du bist ja echt ein Riesenbaby. Du bist bestimmt doppelt so schwer wie unser Hund. Ja, was denn? Was willst du mir sagen? Hallo, schön dich kennenzulernen. Ja, hallo. Du hast auch echt ganz schöne Pranken. Darf ich mal deinen Fuß sehen? Das ist ja fast so groß wie meine Hand. Was denn? Was denn? Was ist denn? Genau da zur Seite, ich kann hier so nicht filmen. Kannst du einmal da zur Seite gehen? Ich muss hier einmal filmen, danke. Hallo, ich mache hier gerade eine Aufnahme für unsere Abonnenten. Und das ist gerade mehr als nicht gerade hilfreich. Verstehst du mich? Hallo. Nein, hör auf, mir in die Hand zu beißen, sonst beiße ich dir auch in die Pfote. Komm mal, dann kommt da bitte weg. Hallo. Du wirst ja nicht gleich umfallen, meine Güte. Bist du denn für eine Diva? Du bist echt witzig. Dieser Hund sucht eindeutig meine Aufmerksamkeit, wie ich finde. Aber das ist okay. Das ist okay. So, der erste Gang ist fertig mit dem Halloumi-Käse und jetzt haben Max und Anna noch so eine richtig coole Outdoor-Pfanne rausgeholt mit
einer Pilzpfanne drin. Also in der Pfanne ist eine Pfanne, sozusagen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also Pilze in der Outdoor-Pfanne. Sind so Champignons gefüllt mit Stuff. Sind die schon gefüllt? Mit Frischkäse. Oh, lecker. Frischkäse. Riesenchampignons. Wir haben die ausgenommen und dann. Voll gut. Genau. Schön ausgenommen, die ganzen Gedärme raus. Und auch die Pilzpfanne ist jetzt fertig. Der nächste Gang ist unser Fisch. War natürlich klar, dass ihr zwei hier bereit seid, ne? Immer schön aufpassen, dass alles gar wird. Was für ein Fisch ist das jetzt? Das ist die Gelbstrieme. Gelbstrieme. Die Giftstoffe dieser Alge können sich im Fleisch des Fisches ablagern und nach dem Konsum Halluzinationen hervorrufen. Ja, die macht Spaß. Und das hier ist die Meeresche. Das ist deine. Oh. Sehr schön. Aus dem letzten Video sogar. Oh, guck mal, das sieht auch toll aus. Sieht gut aus, ne? Schön. Zack, wieder zu. Toll. Und hier noch richtig dick Nudelsalat haben die Mädels gezaubert. Ja, also essen können wir alle zusammen, ja, würde ich sagen. Das Essen war so lecker. Oh, wir haben so lange nicht mehr gegrillt. Und das Ziel für die nächste Woche ist damit natürlich mehr Fisch. Ja, wieder Fisch fangen. Das finde ich sehr, sehr lecker. Ja, es war echt köstlich. Boah, es war richtig gut. Wir haben auch so viel Gemüse noch gehabt. Also wir sind jetzt so satt. Wir werden jetzt aber alle noch mal kurz in die heiße Quelle uns reinsetzen. Und Anna hat ja heute auch ein Eis gemacht in ihrem Thermomi. Und das ist richtig, richtig nice. Ich glaube, ein Cookies-Eis hat sie gemacht, oder? Ich weiß gar nicht. Oh, ich glaube schon. Richtig nice. Hoffentlich ist es schon hart genug. Und dann können wir es gleich in der Quelle essen. Das wäre super. Ja, richtig schön. Das war aber jetzt ziemlicher Close Encounter. Einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Nacht war es bitterkalt. Wir haben heute Morgen immer noch 1 Grad nur gehabt. Also der Boden war gefroren, einiges an Ruby war gefroren. Aber umso schöner ist es irgendwie, dass wir hier direkt neben den heißen Quellen der Thermopylen stehen. Also ich denke mal, auch wenn es jetzt kühl ist, hinten scheint übrigens auch die Sonne, also ist kein Problem. Es wird, glaube ich, dennoch wärmer heute und aufgrund dieser Kälte wird es umso schöner sein, gleich ein heißes Bad zu nehmen. Richtig schön. Wir haben jetzt gefrühstückt, die Sonne strahlt richtig doll. Das ist richtig gut für unser Solar. Wir sammeln gerade ordentlich Strom und eine halbe Stunde von hier ist die Stadt Lamia. Da wollen wir einmal hinfahren, denn da ist ein Self-Service-Laundry-Salon und wir müssen dringend Wäsche waschen. Wir haben 3 oder ich glaube 3,5 so große Beutel voller Wäsche. Ich hoffe, die haben da viele Waschmaschinen, denn Max und Anna wollen auch noch eine Wäsche anschmeißen. Und ich denke mal, während die Wäsche an Wäsche gucken wir uns dann die Altstadt von Lamia an. Und ja, das Wetter ist auf jeden Fall richtig perfekt für einen kleinen Städtetrip. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch los. Wir haben jetzt die letzte halbe Stunde hier alles zusammengeräumt. Ich glaube, Max und Anna haben noch ein bisschen Müll gesammelt hier. Richtig cool. Und ja, ich denke mal, jetzt fahren wir los. Tschüss, schöner Spot. Riechgang rein. Ja, ist drin.
Wollt ihr mal einmal rückwärts fahren? Nochmal, noch einmal. Ja, fahr mal rückwärts. Noch weiter rückwärts, komplett raus. Jo, passt, jetzt hoch, alles gut. Weiter zurück. Dann soll es besser passen, hoffentlich. Wo? Was will er? Links oder rechts jetzt? Und ach so! Gerade um mich. Ah, okay. Zack. Vielleicht noch hier so ein bisschen. So. Ah ja. Und dann haben wir es ja, wir können es probieren. Wir haben ja echt ein Problem, diese Steigung hochzukommen mit unserem Heckträger, also mit unserem Fahrradträger. Das ist richtig nervig, weil der so niedrig ist. Und wenn so eine Steigung ist, kratzen wir sonst da ran und machen uns den kaputt. Deswegen, ich gehe mal raus und gucke mal, ob das passt. Weil hier ist steiler, vielleicht einmal links hoch und dann wendet ihr da. Stopp. Da kratzt einfach ein bisschen. Der passt nicht schon eurem Fahrzeug. Ja, der wird einfach immer höher gesetzt. War auf jeden Fall eine knappe Nummer. War eine ziemlich knappe Nummer. Wir haben auch ordentlich gekratzt, aber ich glaube, anders ging es jetzt einfach nicht. Also, der ist echt nervig, dieser Fahrradträger. Aber ist okay. Ja, wir haben halt jetzt ein bisschen gekratzt, aber der ist noch heil. Da ist nichts kaputt gegangen. Ein bisschen kann er ja ab. Auto ist geparkt und wir haben 1, 2, 3, 4 Beutel mit Wäsche. Sehr viel Wäsche. Meinst du, es passt? Ja, eigentlich 7 mit euren. Sehr viel Wäsche. Prima, wir haben jetzt ganze 4 Waschmaschinen angemacht, also nur Garrett und ich, Anna und Max haben glaube ich auch nochmal 1 oder 2. Ach ja, gut, also mit uns zusammen 2. Ja, es hat jetzt pro Waschmaschine 3 € gekostet, das war echt günstig und wir konnten jetzt auch nur 40 und 60 Grad waschen. Ich wollte ja eigentlich auch was 90 Grad waschen, aber das konnten die leider gar nicht. Und die Waschgänge dauern auch nur 30 Minuten, recht kurz, aber das ist okay, wir düsen jetzt hier 30 Minuten lang rum. Garrett und ich müssen auf jeden Fall jetzt nochmal Bargeld irgendwo abheben, denn wir haben kein Bargeld für die Trockner. Ja, aber sonst gucken wir uns jetzt hier ein bisschen mal die Gassen an. Die kleine Städtetour ist damit zu Ende, Wäsche ist gewaschen und jetzt haben wir noch ungefähr 1 Stunde Fahrt bis zum nächsten Spot. Das Wetter soll gut werden in den nächsten Tagen. Heute und morgen ist noch etwas kühl, so mit 8, 9 Grad, aber dann am Donnerstag wird es dann über 15 Grad mit Sonnenschein. Das heißt, jetzt fahren wir wieder an die Küste. So, die 2 fahren vor. So, kleiner Zwischenstopp. Max und Anna sind schon vorgefahren. Wir haben jetzt eben noch mal ganz schnell getankt, denn die Fahrt ist jetzt auch 1,5 Stunden lang, weil wir ohne Maut fahren. Und wir müssen noch einmal schnell Wasser auffüllen, weil ich glaube, am nächsten Spot wollen wir ein paar Tage stehen. Und unser Wassertank ist fast leer. Deswegen haben wir hier eine Tankstelle angefahren. Ist tatsächlich echt easy hier in Griechenland. Die meisten Tankstellen haben einen ganz normalen Wasseranschluss. Und wir fragen immer nach, ob es okay ist, wenn wir hier Wasser uns abzapfen. Und die sagen immer, ja, klar. Also es ist total entspannt. Perfekt.
Wasser ist aufgefüllt, war echt total lieb. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Mitarbeiter hier, der hat das nicht ganz verstanden, was wir wollen und hat dann einen Schlauch geholt, also einen Wasserschlauch, damit wir unseren Wagen abspritzen können. Aber das brauchten wir alles gar nicht. Wir brauchen ja nur den Wasserhahn. Und ja, ging super einfach, super schnell. Jetzt haben wir wieder ungefähr, ich würde sagen, 170 Liter im Tank. Wir machen die 100% voll, falls irgendwas schwappt und undicht ist. Das reicht auf jeden Fall jetzt nochmal für 7-8 Tage. Und jetzt geht's weiter zu unserem Stellplatz. So, wir sind fast angekommen. Wir mussten tatsächlich noch mal kurz umkehren, denn Max und Anna sind ja vorausgefahren. Wir sind ja ohne Mautstraße gefahren, wir beide. Und ja, die haben uns vorgewarnt, angerufen und gesagt, ah, hier ist eine Straßenunterführung mit 3,20 Meter so herum. Und haben gefragt, wie hoch seid ihr? Und wir so, scheiße, nee, wir sind auf jeden Fall 3,20 Meter. Also es war dann, ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, aber wir wollten es nicht riskieren. Sind dann nochmal umgedreht und mussten dann auch wieder auf die Mautstraße fahren. Haben jetzt, ich glaube 9 Euro bezahlt auf der Mautstraße, um dann keine 5 Kilometer wieder runter zu fahren. Also das war echt, ja, bisschen nervig. Aber das gehört dazu und wir sind jetzt in 19 Minuten endlich angekommen. Ich glaube, Max und Anna sind schon da. Und genau wie Sawyer aussieht, fühlen wir uns gerade. Wir sind richtig müde. Und ja, ich denke mal, wir werden jetzt auch einfach nur noch ins Bett gehen. Und morgen zeigen wir euch dann den Spot. Wir stehen direkt am Meer. Also es sieht schon schön aus hier. Aber das zeigen wir euch morgen früh. Gute Nacht! Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ist richtig schön. Wir liegen hier im Bett und können direkt auf die Sonne schauen. Die ist eben aufgegangen. Richtig, richtig schön. Und Max liegt da draußen auch schon seine ganzen Tauchsachen hin. Und ich habe schon zu Geld gesagt, also entweder will er jetzt tauchen gehen oder lässt sie zum Trocknen dort liegen in der Sonne. Ja. Ersteres war wohl richtig. Die haben sich fürs Tauchen gehen verabredet. Hat Garrett voll vercheckt. Wie habt ihr gar nicht? Habt ihr doch gesagt, um 8 Uhr tauchen. Ich glaube, das war wieder so ein bisschen. Ich glaube, Max meinte sowas von wegen, boah, hier müssen wir mal früh tauchen gehen. Und ich so, ja. Und jetzt kommt Max heute Morgen an. Ich dachte, wir gehen jetzt tauchen. Ja, kann man so und so sehen, also. Aber ist okay für mich. Also ich habe Bock, jetzt tauchen zu gehen. Sehr schön. Also das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Das Wasser in dieser Bucht war im Gegensatz zu den vorherigen Tauchspots recht grünlich und trüb. Auf den großen Sandflächen konnten wir aber keine Fische finden. Deshalb schwammen wir immer weiter, um an einige Steinen zu tauchen. Dieser Ausflug war mal wieder ein geniales Beispiel dafür, dass es nichts bringt, einen langen Atem zu haben, wenn keine Fische an Ort und Stelle sind. Nee. Also eine Brasse war da, aber die schaut nur so kurz vorbei, die war auch nicht super groß. War jetzt nicht so mega. Aus diesem Grund sind Max und ich immer weiter geschwommen, um ein paar Stellen zu finden, an denen sich mehr und vor allem größere Fische aufhalten. Kurzerhand haben wir uns dann dazu entschieden, zu einer entlegenen Insel zu schwimmen. Ist jetzt zumindest wieder warm? Immerhin! Die Strecke hatte es auf jeden Fall in sich und war ein super morgendliches Sportprogramm.
Leider hatte ich bei der nächsten Fischbegegnung die Kamera nicht eingeschaltet. Ich habe gerade 5 fette Meereschen gesehen. 3 Meter vor mir, einfach daneben geschossen. Wie tief warst du? Ja, einfach nur hier vorne in 4 Metern. So, genau an der Kante. Krass, ich war gerade bei 9. Leider waren wir nicht erfolgreich. Und nach 2-3 Tauchgängen machten wir uns auf den Weg zurück. Denn, wie Max das Ganze gut beschrieben hat, ja, wir haben echt einen weiten Weg noch vor uns. Gut, ich bin raus aus dem Wasser. Es war sehr schön, auch wenn wir nicht viel gefangen haben. Eigentlich gar nichts. Wir sind sehr viel rumgeschwommen dafür. Also das heutige Sportprogramm haben wir damit schon abgehakt. Da hinten ist so eine kleine Insel. Max ist dorthin geschwommen, hat dann irgendwann gesagt, ich dachte, die wäre näher dran. Da hatten wir erst die Hälfte. Ja, was willst du dann machen? Zurückschwimmen wäre auch doof. Also sind wir da komplett hingeschwommen. Und dann natürlich den ganzen Weg nochmal zurück. Und jetzt sind wir hier. Leonie freut sich auch, denn jetzt gibt es endlich Frühstück. Ich bin Hunger gehabt. Leonie war schon ganz hangry. Also hungry und angry. Und jetzt essen wir erstmal was. So, die Sonne scheint, wir genießen alle so ein bisschen diesen Stellplatz gerade und ich werde auch die Wärme dazu nutzen, eine Roststelle da oben unter unserer Windschutzscheibe zu behandeln. Als wir nämlich die letzten Tage bei diesem ganzen Sturm in der Bucht standen, ist vermutlich ganz schön viel Salzwasser hier unsere Windschutzscheibe runtergeglitten und vorher war die sowieso schon durch viel Regen betroffen. Und hier unten unter der Windschutzscheibe ist halt eine sehr, sehr fiese Stelle bei den Mercedes-Bussen für Rost. Das muss man auf jeden Fall beobachten. Wir hatten Glück, dass Ruby da einigermaßen verschont war. Und jetzt bildet sich da aber schon so ein bisschen Flugrost. Und damit das einfach nicht schlimmer wird, schleife ich das ein bisschen an und behandle das danach. Das ist schon ein bisschen einfacher so. So, das kleine Side-Project ist zu Ende und jetzt wird hier der Platz ein wenig aufgeräumt. Boah! Wer hat's gedacht? Weiß ich nicht. Farbe passt. Naja, es steht auch was Russisches drauf vorne. Ja, also die Nummer 3, vielleicht ist es ein russischer Fußballspieler. Ein griechischer Fußballspieler. Sorry, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Cut! Cut! Soja, du bist doch kein Müllhund. Soja hat mitgeholfen. Guck mal, was ich gefunden habe. Gute Arbeit. Mensch, gute Arbeit. Nein, das ist Müll, mein Freund. Das nenne ich mal eine fette Beute. Heftig, wie viel hier einfach lag. Ordentlich beladen. Der Weihnachtsmann. Wir sind zu spät, aber schon. Sorry, sorry. Krass, Alter. Geht das so? Ja. Tschüss. Danke dir. Max ist so lieb und bringt den Müll jetzt hinten zu einer Tonne und wir gehen jetzt einmal mit Sawyer eine Runde spazieren. Zack. Zack. Also der Stellplatz hier ist wirklich schön. Man ist so direkt an einer riesigen Olivenbaumplantage. Also an unserem Stellplatz, da sind einfach so viele Olivenbäume und ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwie geerntet werden. Das sieht alles noch, das sieht so verwildert aus irgendwie. Ja. Die Fahrt dahin war auch ein bisschen witzig, weil es halt so verwildert war. Heißt, es war ganz schön eng zwischen den Bäumen, aber der Stellplatz ist richtig schön. Man steht genau, auf der linken Seite sind die Olivenbäume und auf der rechten Seite das Meer. Ist einfach wunderschön, so keine 3 Meter vom Wasser entfernt stehen zu können, ist echt ein Traum. Und jetzt, wo das ganze Plastik auch eingesammelt ist, sieht der Stellplatz auf einmal sogar noch schöner aus. Der ist nicht mehr so kunterbunt, sondern es hat jetzt nur noch Naturfarben, dieser Strand. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Jemand hier, die zwei. Das war einfach eine Rasselbande. Oh, das ist der Delfine! Oh. Das ist der Delfine! Schnell! Jetzt aber schnell! Jetzt aber schnell! When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on.
belonged. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Kevin, trink mal! Warte! Warte, jetzt nochmal Video! Warte, ich finde dich nicht gerade! Okay, jetzt nochmal! Sehr gut, danke! Du darfst wieder tauchen! Ist alles gestellt! Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. Wir sind zurück vom Spaziergang und Garrett ist sofort rein ins Wasser gehüpft, um nochmal eine halbe Stunde, bis die Sonne komplett weg ist, auf Fischjagd zu gehen. Aber er kommt, glaube ich, jetzt auch gleich raus. Und ich denke mal, heute werden wir richtig leckere Spaghetti Bolognese bei uns hier kochen. Machen wir bei uns hier drin, oder? Ja, ne? Ja, und ich denke mal, wir fangen jetzt an. Na? Gab's nichts? Nee, aber es war sehr interessant. Ich habe Fische gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es dämmert jetzt. Also irgendwelche Fischarten, die jetzt hier reinkommen. Die so nachtaktiv sind. Hä? Die so nachtaktiv ja, sind. Ja, oder halt hier eine Dämmerung im Flachen jagen. Hunger haben. Solche Fische, die die gleiche Farbe wie den Sand haben, aber schwarze Streifen. Müssen wir gleich mal suchen. Ich habe hier auf eine ganz coole Technik gefangen. Also gesehen, angelockt. Zwar habe ich mich da eine Hand am Seegras festgehalten. Mit der anderen Hand habe ich solche Wolken geschlagen im Sand. Und dann kamen tausende von kleinen Fischen an. Und dazwischen halt auch ein paar größere von denen dann. Und dadurch, dass ich so eine Wolke hatte, haben die mich nicht so toll gesehen. Und ich konnte die halt andocken. Nice. Habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen. Funktioniert hier auch. Das war ganz cool. The other ring of my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball. Ja, hast du gekleckert, Anna? Nein. Wir waren das auch. Ich wollte auch mal den Herd füttern, weil er immer so tolle Leistungen macht. Ach so. Perfekt, das Essen ist fertig. Guten Appetit. Klasse. Gleichfalls, gut. Danke. Garrett. Nie wieder mit Garrett knüffeln. Auch. Jetzt. Mein Number One. Jeden Tag Kniffel extrem. So, jetzt ist es auch schon echt spät. Wir haben noch einmal Kniffel extrem gespielt nach dem Essen. War richtig gut und Garrett hat gewonnen. Ich habe noch nie Kniffel gespielt, gebe ich zu. Ja, das war einfach Garretts erstes Mal Kniffel und er hat gleich gewonnen. Ja, war gut. Ja, und das Essen war auch echt köstlich. Also ich muss schon echt sagen, wir vier kochen, also wir fünf, also Sawyer kocht ja nicht wirklich mit, aber wir vier guck kochen zu sein, ne? Echt gut. Also wir sind jetzt schon seit über einer Woche jetzt zusammen unterwegs. Und fast zwei. Ja, fast zwei Wochen und eigentlich kochen wir jeden Abend echt fantastisch. Mhm. Also es macht echt Spaß und jetzt sind wir aber auch echt müde. Die anderen zwei sind gerade rüber zu ihrem T6 gegangen und sind auch müde und wir werden jetzt schlafen gehen. Also wir sehen uns morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Na. Wunderschönen guten Morgen. Eigentlich sollte heute die Sonne scheinen und es soll 18 Grad werden. Davon sehen wir aktuell noch nicht so viel, aber vielleicht ändert sich das noch im Laufe der nächsten Stunde. Schauen wir auf jeden Fall mal. Wir haben uns heute dazu entschieden, hier noch einen Tag zu bleiben, noch eine Nacht. Morgen soll es dann weitergehen, wir müssen nämlich einkaufen. Aber bis dahin würde ich sagen, genießen wir hier nochmal diesen wunderschönen Strand. Ja, ihr zwei. Ihr seht ja gar nicht aus wie Straßenkatzen. Meine Güte, was für ein weißes Fell. Wie kann man das gute Wetter besser nutzen, als draußen in der Sonne zu sitzen und ein Buch zu lesen oder in Garretts Fall die Harpune zu schnappen und ins Wasser zu springen. Wir laufen jetzt einmal wieder an die Spitze, wo wir gestern Abend
oder Nachmittag eher auch mit Feuer spazieren waren, wo Max und Anna kamen und Steffine geschrien haben. Das ist Delfine! Geh da vorne, das ist Delfine! Schnell! Vielleicht kommen sie auch heute wieder. Und ja, genießen da das gute Wetter. Wir sind an der Spitze angekommen und jetzt suche ich für Sawyer einen kleinen Schattenplatz hier unterm Baum. Ich werde ihn auch anleihen, weil ich gerne entspannt mein Buch lesen möchte und manchmal, wenn der Hund hier frei so rumläuft, Sawyer ist so ein kleiner Adventurer, der macht dann seine eigenen kleinen Touren und dann bin ich so in meinem halben Kopf immer, wo ist eigentlich der Hund? Und dann ist er irgendwo schon auf dem halben Weg zurück. Deswegen, ja, kann ich entspannt lesen. Der Hund kann hier entspannt seine Fischrolle knabbern. Wir haben ihm was zu knabbern mitgebracht und Garrett, würde ich sagen, zieht sich jetzt an. Er hat schon eben einen Fisch gesehen im Wasser, der so hochgesprungen ist und sofort gesagt, hier muss ich jetzt rein. Und oh, ich denke mal, wir machen jetzt hier einen ziemlich entspannten Nachmittag. Gleich der erste Tauchgang brachte die erste große Überraschung. Der große Wolfsbarsch hatte aber eindeutig Termine und war schnell wieder verschwunden. Oh, fuck. Ha? So ein Wolfsbarsch. Krass. Genau hier. Hol ihn dir. Neben einem mittleren Schriftbarsch traf ich noch eine weitere Fischart, die ich überhaupt nicht kannte. Sieht ein wenig so aus wie eine Art Drückerfisch. Mittlerweile ist es schon ein bisschen später. Die Sonne ist gerade kurz vorm Untergehen hinter diesem Berg und es ist schon echt frisch geworden. Also ich habe mir schon Garretts Jacke angezogen, weil hier so ein Lüftchen wehte und das war ein bisschen frisch. Aber Garrett holt jetzt auch seine Boje und kommt jetzt auch endlich raus. Ich will gar nicht wissen, ich muss gleich mal auf die Uhr gucken, wie lange der jetzt drin war. Richtig, richtig lange. Und Sawyer, ich habe zwischenzeitlich mit Sawyer noch ein bisschen gespielt hier, ein bisschen mit einem Dummy Verstecken gespielt und ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal langsam auf den Weg, denn wir haben auch echt Hunger. Also ich habe Hunger. Sawyer bestimmt auch und Garrett bestimmt auch. Ach, das war schön, aber jetzt ist auch wieder umso schöner draußen zu sein. Jetzt werden wir den ganzen Weg zurücklaufen.
Wir sind jetzt zurück an Ruby. Mittlerweile ist es schon echt dunkel. Leonie telefoniert gerade mit ihren Eltern. Liebe Grüße an der Stelle. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit darum, dass wir noch den Grill anschmeißen, denn Anna hat heute einen Teig gezaubert für Stockbrot. Das heißt, wir werden jetzt noch heute Abend ein bisschen Stockbrot backen. Ich habe gerade, während die alle hier draußen saßen und auf ihr Stockbrot gewartet haben, habe ich drin mit meiner Mama telefoniert. Wissen wir schon. Ach so, wisst ihr schon? Haben wir schon erzählt. Ach so, ja. Und jetzt ist es soweit. Ich bin rausgekommen mit dem Stockbrotteig, den Anna so lieb heute gemacht hat. Und jetzt gibt's Stockbrot. Also gibt es eigentlich viel zu erzählen. Ein Stock, ein Brot und jetzt wird es über ein Feuer gebacken. Der Teig ist richtig gut geworden von Anna. Ulala. La 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 la. Stockbrot mit Käse drin. Sehr schön. Beste Kombi. Prost. Und extra noch ein Cheddar oben drauf. Prost, Prösterchen. Tibili. Prost. Tibili. Jamas. Wie auch immer. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittlerweile hat der Wind ganz schön zugenommen und wir haben keine Vorräte mehr. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, fahren ungefähr eine Stunde Richtung Volos oder Volos und werden dort erst einmal einkaufen gehen, bevor es dann weitergeht. Wir haben nämlich heute Morgen ein paar richtig coole Stellplätze gefunden. Da nehmen wir euch jetzt mit hin. Wir sind angekommen beim Supermarkt, mussten uns leider ein bisschen auf mehrere Parkplätze hier stellen, weil es sehr eng ist hier in der Stadt, aber okay. Wir versuchen uns zu beeilen, aber tatsächlich, das Schöne ist irgendwie, es hat hier keinen gestört bislang. Also keiner regt sich hier unnötigerweise auf. Jeder hat noch genug Platz auf dem Parkplatz und das ist doch auch irgendwie eine schöne Einstellung von den Leuten hier im Süden. Naja, wir werden jetzt uns trennen. Max und ich gehen in den Tauchshop, denn Max braucht ein paar neue Sachen. Leonie und Anna werden schon mal ein paar Sachen einkaufen gehen. Und Sawyer, passt auf. Sawyer regelt hier. Passt auf. Ne? Sieht ein bisschen geschlossen aus. Schließt auch um 14. Ja, die machen alles Siesta auch. Ich weiß nicht, also wenn man ein Gewehr kaufen will, dann ist man auf jeden Fall hier richtig. Warte. Ja. Oh ja. Super. Ja, wir wollen ja kein Gewehr, Mensch. Nee, eigentlich nicht. Einfach nur einen Ganzkörperanzug. Schade. Also der hier hat auf jeden Fall zu. So, einkaufen ist fertig und jetzt geht's weiter. So, wir sind zwar am neuen Spot angekommen, aber irgendwie sind wir uns alle noch nicht so einig, ob wir hier übers Wochenende bleiben wollen. Denn Garrett und Max müssen beide Videos schneiden und wir würden halt dann erst Montag weiterreisen und irgendwie ist der Spot jetzt nicht ganz so schön. Die Sonne scheint gerade richtig schön, aber hier ist es irgendwie ganz schön angeschwemmt, als ob hier richtige Sturmwellen waren und hier ist auch überall Müll. Also dann, ja, das ist auch richtig viel und weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Und hier ist überall Sand, hier können wir nicht hinfahren. Ah!
doch wieder verlassen, weil uns, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gut gefallen hat, um da das ganze Wochenende zu bleiben. Und wir haben einen schöneren Spot gefunden, ein bisschen weiter südlich an der Küste und auch an der anderen Seite. Und wir hoffen, dass wir da ein kleines bisschen mehr im Windschatten stehen. Da fahren wir jetzt erstmal hin und gucken mal, ob der Spot schöner ist. Da sind aber große Steine. Das sieht gar nicht gut aus. Also wir sind jetzt kurz vorm Spot angekommen und die Straße ist so eine richtige Offroad-Straße. Also es ist schon echt, ist schon krass. Also fette Steine liegen mitten im Weg und es sind echte dolle Kanten, wo man runterfahren muss. Alles dicker Schotter, vom Regen auch so Rillen gezogen. Und ja, also Max ist jetzt durchgefahren, also anders glaube ich durchgefahren, aber mal gucken, ob wir hier durchkommen. Also schon krass. Also Bodenfreiheit ist gut. Langsam, schön langsam. Langsam. Ja, sollte gerade so passen. Ja, passt. Okay. Ja, okay, das passt. Aber das war ja auch noch die nicht so spektakuläre Stelle. Euer rechtes Rad hebt sich so eben ein bisschen. Ja, okay. Sieht ganz gut aus bisher. Heckträger hat noch Luft und alle Räder sind am Boden. Wie ist das denn vorne mit der Achse und mit dem Differential? Das sieht unspektakulär aus, da ist eigentlich genug Platz. Warte, sieht eigentlich gut aus. Aber ich habe halt auch keine Taschenlampe. Soll ich mit der Taschenlampe gucken? Oh, aber ich sehe halt nichts. Ist Platz. Fahren wir noch ein Stück. Okay, langsam. Okay, warte, langsam. Ja, Fahrräder sind noch drauf. Jetzt langsam. Ja, ist gut. Ja, passt. Jetzt kommt Stein, aufpassen, schön langsam rüber da. Ja, ich glaube, ihr seid durch. Ja, passt. Oder? Ja, sieht gut aus. Heckträger hat keinen Bodenkontakt gehabt. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, kein Bodenkontakt mit dem Heckträger. Gar nichts. Bin mal aufs Hochfahren gespannt. Wir sind jetzt angekommen an dem Stellplatz hier. Das war eine ganz schön hitzige Anfahrt. Aber Ruby hat das mal wieder super gemeistert und auch unser Fahrradträger hat überlebt. Das seht ihr dann vermutlich im nächsten Video, wie wir da wieder hochfahren. Aber jetzt sind wir erstmal hier angekommen. Alle sind ein bisschen müde, deshalb werden wir jetzt, glaube ich, schnell was kochen und dann auch zeitig zu Bett gehen. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Leonie, komm! So, und damit endet das Video für diese Woche. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und ihr mal wieder Spaß hattet. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, mal wieder auch mit den beiden da hinten. Es macht einfach super viel Laune, die Zeit vergeht wie im Fluge und jetzt sind schon 2 Wochen um und wir freuen uns einfach auf die nächsten Tage, denn ein bisschen reisen wir auf jeden Fall noch zusammen rum. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da, da freuen wir uns natürlich. Ihr könnt uns gerne abonnieren, falls ihr da neu dazu gekommen seid. Da freuen wir uns sehr drüber. Und auch wenn ihr schon länger dabei seid und es noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch gerne abonnieren. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.